Danke sehr. Hallo und herzlich willkommen an alle. Willkommen zurück zur Klimakrise zur Ringvorlesung. Another World is still possible. Vorneweg zwei kleine organisatorische Hinweise. Das begleitende Seminar bei Franziska Müller beginnt am 26.04. und nicht wie letzte Woche fälschlicherweise angekündigt, letzte Woche. Und der zweite kleine organisatorische Hinweis, solltet ihr euch entscheiden, eine Frage zu stellen, dann werdet ihr genauso wie die gesamte Vorlesung aufgezeichnet und diese wird auch auf YouTube und Lecture to Go veröffentlicht. Wenn ihr das nicht möchtet, dann kann auch einfach eine andere Person eure Frage für euch stellen. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Vortrag. Es wird um unsere Klimazukünfte gehen. Und zwar genauer gesagt um den Hamburg Climate Futures Outlook 2023. Und wer könnte dazu besser referieren als Jan Wilkens? Er ist Mitglied des Syntheseteams des Center for Earth System Research and Sustainability. Und er studierte in Hamburg, Damaskus und London zu Politikwissenschaften, arabischer Sprache und internationalen Beziehungen. Nun ist er Postdoc und Mitarbeiter der UHH. Und auch im Exzellenzcluster CLICS tätig. Er ist nicht nur Forschender des Hamburg Climate Outlooks, sondern auch einer der Herausgeber. Also ein herzliches Willkommen für Jan Wilkens. Im Anschluss der Veranstaltung könnt ihr euch auch gerne ein Exemplar des Klima-Outlooks mitnehmen. Diese hat Jan Wilkens netterweise mitgebracht. Wenn ihr eine digitale Version bevorzugt, ist diese aber auch frei zugänglich auf der Seite des Climate Future Outlooks. Und jetzt Bühne frei. Ja, hallo. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, für die nette Einführung. Danke an Franziska und auch Katrin, die im Vorfeld die Organisation und Kommunikation übernommen haben. Ja, es ist wirklich ganz toll, dass ich hier vor diesem Publikum und in diesem Raum hier vorstellen kann, den aktuellen Hamburg Climate Futures Outlook. Das ist, wie du richtig gesagt hast, ein zentrales Outcome, ein zentrales Produkt sozusagen vom Exzellenzcluster CLICS, Climatic Change and Society. Und ein Punkt, ein wichtiges Stichwort, hast du vorhin schon angekündigt, das ist nämlich die Frage, sind andere Klimazukünfte möglich? Beziehungsweise du hast es natürlich als Ausrufesatz formuliert und genau mit dieser Frage beschäftigen wir uns natürlich auch ganz zentral in diesem Cluster. Und was ich jetzt machen möchte, ist sozusagen einmal zu erläutern, was machen wir da eigentlich in CLICS. Ich denke nicht, dass alle hier wissen ganz genau, was wir da machen. Und möchte zu dem zweiten Climate Futures Outlook, den ich mitgebracht habe und vorstellen werde, auch herleiten. Der zweite bedeutet natürlich, es gibt schon einen ersten und die bauen auch inhaltlich aufeinander auf. Deswegen werde ich auch sozusagen ganz kurz dazu etwas sagen am Anfang. Das heißt auch, dass es am Anfang etwas konzeptioneller wird, aber ich werde mich natürlich sehr bemühen, das so anschaulich wie möglich zu machen, um am Ende nochmal vertieft auch natürlich in die Empirie reinzugehen. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass alle so ein gewisses Verständnis dafür bekommen, was wir da machen und wie wir das machen. Unser zentraler Beitrag ist natürlich zur Klimaforschung und zur Frage, was sind mögliche, beziehungsweise was sind, wie wir es nennen, plausible Klimazukünfte. Genau, und vielleicht noch der Punkt, ich werde auch versuchen, das sozusagen auf ja, vielleicht 40 Minuten, 45 Minuten zu beschränken, damit wir auch noch die Möglichkeit haben für Diskussionen und Nachfragen. Denn das ist mir und uns auch sehr wichtig, dass wir sozusagen auch das auch Feedback und Nachfragen bekommen und reagieren können. Also, was machen wir im Hamburg Climate Futures Outlook? Die übergreifende CLICS-Forschungsfrage, das heißt, das ist die Forschungsfrage, mit der alle
über, ich glaube, mittlerweile 220 ForscherInnen des Clusters beschäftigt sind, ist die Unterscheidung, die Frage, welche Klimazukünfte sind möglich und welche sind plausibel. Wir wollen dazu natürlich einen zentralen Beitrag zur Forschung über Klimazukunftsszenarien leisten und auch ihre Plausibilität überprüfen. Und ich komme gleich dazu, was wir mit Plausibilität meinen und warum das für uns wichtig ist. Wir sehen Klima als eine Wechselwirkung, oder das ist sozusagen zentral für uns, die Wechselwirkung zwischen Klima und Gesellschaft zu verstehen. Ganz zentral für uns ist auch, dass wir dadurch eben Natur und Gesellschaft nicht als dichotome oder binäre Elemente betrachten, sondern die natürlich miteinander ganz stark verwoben sind und in einer starken Wechselwirkung miteinander stehen. Grundsätzlich die Frage der Plausibilität verschiebt den Fokus der Klimaforschung noch viel stärker auf gesellschaftliche Dynamiken. Das ist ganz zentral für uns. Warum der Fokus auf gesellschaftliche Dynamiken lenken und wie Plausibilität einführen. Das war sozusagen natürlich die Grundfrage für uns ganz am Anfang, als wir angefangen haben und haben dann sozusagen versucht, darüber eine qualitative Untersuchung zu Klimazukunftsszenarien zu entwickeln, als Ergänzung zu vielen quantitativen Modellierungen, die es auch gibt. Und hier ist ganz wichtig zu betonen, es ist eine Ergänzung sozusagen, es ist keine Art Gegenmodell oder ähnliches, sondern eine Ergänzung. Und ich werde gleich auch nochmal darauf zurückkommen, warum und inwiefern wir das als Ergänzung sehen. Es geht hier um einen Fokus und auch ein Stück weit eine kritische Reflexion bezüglich Zukunftsbewertung, die über Machbarkeits- oder technoökonomische Ansätze hinausgehen. Also diese technoökonomischen, sozioökonomischen Modellierungen sind ja sehr, sehr zentral in der Klimaforschung. Und auch die Frage der Machbarkeit ist ja sozusagen für auch den IPCC sehr wichtig. Und wir wollen sozusagen darüber noch ein Stück hinausgehen, beziehungsweise dazu noch aus unserer Perspektive ein wichtiges Element hinzufügen. Das ist aus unserer Sicht, sind soziale Prozesse als Bedingung für Plausibilität und auch Plausibilitätsbewertung. Das heißt, wir sehen soziale Prozesse als sehr wichtig an, um zu verstehen, um analysieren zu können, welche Klimazukünfte überhaupt plausibel sind. Das heißt, wir wollen einmal verstehen, ist den historischen Kontext menschlichen Handels routinisierte Praktiken, weil wir sehen, das ist natürlich sehr zentral, um bestimmte Richtungen von sozialen Treibern zu verstehen. Dann natürlich auch die Handlungsmöglichkeit und Agency. Also wir stellen nochmal ganz stark menschliches Handeln und Akteursfähigkeit, also die Übersetzung des englischen Begriffs Agency ist immer so eine schwierige Sache, nochmal ganz stark in den Vordergrund. Und wir sehen natürlich sehr stark die Rolle von gesellschaftlichen Kontexten und Rahmenbedingungen. Also Handlungen und Handlungsmöglichkeiten sind natürlich immer kontingent und sind natürlich sehr stark kontextgebunden. Und das ist oft in anderen Modellierungen nur sehr bedingt oder gar nicht aufgegriffen. Aus unserer Sicht muss man dann verstehen, ist die Analyse sozialer Plausibilität erfordert einen Ansatz, der die Zukunft gleichzeitig als unbestimmt, also ungewiss und aber auch voraussetzungsvoll begreift. Und das ist natürlich unheimlich kompliziert erstmal. Gesellschaftlicher Wandel kann plötzlich eintreten, langsam, evolutionär. Und um die Plausibilität von Klimazukunftsszenarien zu bewerten, muss der Ansatz oder das Modell eben dieses Potenzial für gesellschaftlichen Wandel auch erkennen und berücksichtigen. Denn, und das ist auch in einigen Modellierungen nur natürlich sehr schwierig oder eben immer eine Herausforderung, ist natürlich das, was wir da bewerten, kann in sich natürlich sich auch ständig fundamental ändern. Das heißt, gesellschaftliche Systeme, Situationen können sich fundamental ändern, und das mit aufzugreifen, das ist eine
große Herausforderung, die wir für sehr zentral halten. Das haben wir dann vor 2 Jahren im ersten Hamburg Climate Futures Outlook gemacht und haben uns sozusagen auf die Frage der tiefen Dekarbonisierung fokussiert. Und zwar die Frage, ist es plausibel, dass eine tiefe Dekarbonisierung bis zum Jahr 2050 überhaupt plausibel sind? Und in diesem Kontext haben wir einen Bewertungsrahmen eingeführt für soziale Plausibilität. Bewertung von Dynamiken, die gesellschaftlichen Treibern zugrunde liegen und welche die Plausibilität aus unserer Sicht von diesen Szenarien beeinflussen. Und ich komme gleich nochmal dazu. Wir haben da 10 aus unserer Sicht dominierende gesellschaftliche Treiber untersucht. Die Klimapolitik der Vereinten Nationen, transnationale Initiativen, klimabezogene Gesetzgebung, Klimaproteste und soziale Bewegungen, Rechtsprechung zum Klimawandel, Unternehmensstrategien, Kapitalabzug aus fossilen Wirtschaftsbereichen, Konsumverhalten, Medien und Wissensproduktion. Dieses Modell haben wir, oder dieses theoretische Modell haben wir eingeführt, eben um genau diese gesellschaftlichen Treiber für eine umfassende Dekarbonisierung zu analysieren und gleichzeitig auch systematisch zu untersuchen, welche empirische Evidenz es hierfür gibt und welche Aussagen wir über diese empirische Evidenz zu Klimazukünftigen treffen können. Was ist dieser Rahmen? Die Abbildung hier veranschaulicht, und das ist sozusagen noch aus dem vorherigen Outlook, das aber sozusagen auch für den jetzigen Outlook ganz zentral ist, wie gesellschaftliche Treiber der Dekarbonisierung, das sieht man hier in diesem grauen Pfeil, diese 10 Treiber, die ich gerade genannt habe, in sozusagen die gesellschaftlichen im gesellschaftlichen System eingebettet sind, und die haben verschiedene sozusagen Richtungen, die sie eintreten können. Die sozialen Treiber verstehen wir als übergeordnete soziale Prozesse, die eben Veränderungen hin oder auch weg zu einer tiefen Dekarbonisierung führen können. Und ich werde gleich nochmal erklären, wie wir genau das meinen. Ist für jeden dieser Treiber, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, diese gesellschaftlichen Kontextbedingungen, sehen wir, dass es ermöglichende und verhindernde Strukturen gibt. Deswegen hier das Plus und Minus. Dass es für all diese Treiber natürlich Bedingungen gibt, die etwas hin zu einer tiefen Dekarbonisierung führen können, aber auch sozusagen da hinweg. Und diese Bedingungen, diese Kontextbedingungen, die haben wir dann jeweils in den einzelnen sozialen Treibern untersucht. Das Ganze, und darauf werde ich jetzt gleich nochmal genauer eingehen, nennen wir dann auch die globale Möglichkeitsstruktur oder Global Opportunity Structure, die das Ganze beschreibt. Es ist jetzt noch sehr konzeptionell, aber ich verspreche, gleich wird es sozusagen noch etwas konkreter. Was sehen wir hier in der globalen Opportunitätsstruktur? Die sozialen Treiber, wir sehen hier links als Beispiel 3 Treiber, die Wissensproduktion, Rechtsprechung zu Klima und UN-Klima-Governance, die haben sozusagen aus unserer Sicht bestimmte sichtbare Ressourcen. Das kann der IPCC-Bericht sein, IPCC-Berichte, Klimamodellierung, aber zum Beispiel im Kontext von Klimarechtsprechung, zum Beispiel auch transnationale Verfahren, das Bundesverfassungsgericht auch als ein Beispiel, das auch für auf nationaler Ebene natürlich Rechtsprechung auch im Bereich Klima führt, wie wir wissen.
Das sind sichtbare Strukturen, auf die sich dann Individuen, Gruppen beziehen können. Und durch diesen ständigen Bezug und der Bereich oder das Beispiel der Klimaklagen ist hier vielleicht ganz sinnvoll, weil es zeigt, dass es vor vielen Jahren noch gar keine oder nur sehr wenig Rechtsprechung gab und dadurch wenig Möglichkeiten. Aber die Zunahme, und wir sehen hier eine Verdichtung von Klimarechtsprechung, die dazu führt und die eine Ermöglichung darstellt, für einzelne Akteure sich zum Beispiel gegen Ölunternehmen oder fossile Unternehmen oder bestimmte Staaten auch rechtlich zu Wehr zu setzen. Und das sozusagen verstehen wir unter der stetigen Visualisierung, aber auch zu der Materialisierung von Ressourcen. Aber natürlich ist das kein linearer Prozess. Es ist kein Prozess, der sozusagen nur positiv oder nur negativ sind. Und die Bewertung liegt dann genau darin, abzuwägen, was sind sozusagen die positiven und auch negativen Richtungen hin zu einer tiefen Dekarbonisierung. Man kann sich das im Bereich der Klimaklagen natürlich auch vorstellen. Natürlich gibt es nicht nur Rechtsprechungen, die sozusagen begünstigend wirken, sondern es gibt natürlich auch Klagen und Rechtsprechungen, die einer tiefen Dekarbonisierung möglicherweise entgegenstehen. Im vergangenen Outlook sind wir dann zu dem Ergebnis gekommen, dass es ein Teil des Ergebnisses ist, dass es nicht plausibel ist, dass eine Welt, dass die Welt eine vollständige oder tiefe Dekarbonisierung bis 2050 erreicht. Es sei denn, die Rahmenbedingungen der gesellschaftlichen Treiber erfahren in den kommenden Jahren einen ganz radikalen Schub. Gleichzeitig ist auch eine Erwärmung der globalen Oberfläche um mehr als etwa 4,9 Grad bis 2100 aktuell ebenfalls nicht plausibel. Das ist sozusagen für das Szenario und für verschiedene Punkte natürlich vielleicht nur bedingt relevant, aber das ist sozusagen in dem ersten Outlook verschiedene Szenarien, die wir auch untersucht haben. Was haben wir nun im aktuellen Outlook gemacht und wie haben wir darauf Bezug genommen? Wie ich schon vorhin gesagt habe, was wir untersuchen, unser Fokus ist auch hier die Plausibilität der Klimazukünfte und sehen uns damit sozusagen natürlich komplementär und einen Beitrag leisten zur größeren Klimaforschung. Im IPCC werden sozusagen ja sehr viele mögliche Klimazukünfte diskutiert, aber auch hier machen wir das Argument, dass eben von den vielen möglichen Klimazukünften nicht alle plausibel sind. Und in diesem zweiten Outlook haben wir nochmal viel stärker zu diesen 10 gesellschaftlichen Treiber auch 6 physikalische Prozesse untersucht, um zu bewerten, welche plausiblen Zukünfte plausibel sind und auch zu verstehen, noch besser zu verstehen, die komplexe Interaktion zwischen gesellschaftlichen und physikalischen Dynamiken. Und das muss ich an dieser Stelle auch nur unterstreichen. Das haben wir mit 62 verschiedenen AutorInnen aus dem Cluster gemacht. Und das ist natürlich ein auch in sich sehr komplexer Prozess. Und das Szenario, mit dem wir gearbeitet haben, um die gesellschaftlichen und auch die physikalischen Prozesse miteinander zu betrachten, ist die Erreichung der Temperaturziele des Pariser Klimaabkommens. Das heißt, wir haben uns angeschaut, einmal die tiefe Dekarbonisierung bis 2050, also das, was wir im ersten Outlook gemacht haben, haben uns sozusagen nochmal aktualisiert angeguckt, weil natürlich gesellschaftliche Prozesse ganz dynamisch sind und haben das nochmal aktualisiert und haben zugleich geguckt, gefragt sozusagen und kombiniert die Plausibilität oder die Temperaturziele des Pariser Abkommens. Denn die Plausibilität einer tiefen Dekarbonisierung in der Gesellschaft ist von zentraler Bedeutung
für die Erreichung der Temperaturziele des Klima, des Pariser Klimaabkommens. Das sind entsprechend nicht zwei losgelöste Szenarien voneinander, sondern auch die hängen natürlich ganz zentral miteinander zusammen. Auch hier wieder diese zehn gesellschaftlichen Treiber, die ich vorhin schon einmal kurz erwähnt habe, und auch nochmal sechs physikalische Prozesse, das Abschmelzen der polaren Eisschilde, Rückgang des arktischen Meereises, Klimaveränderung und Klimavariabilität auf regionaler Ebene, das Aufbauen des Permafrosts, Instabilität des atlantischen Umweltpumpe und das Absterben des Amazonwaldes. In beiden Fällen, das wird natürlich jetzt auf dieser Folie auch nochmal deutlich, besprechen wir natürlich nicht alle sozialen Treiber und auch nicht alle physikalischen Prozesse, sondern wir besprechen und analysieren aus unserer Sicht die dominanten gesellschaftlichen Treiber für eine Dekarbonisierung, also basierend auf einem wissenschaftlichen Review von möglichen Treibern sind wir zu dieser Auswahl gekommen und haben auch eine Auswahl getroffen zu sechs physikalischen Prozessen, die in der Literatur, aber auch in der öffentlichen Diskussion als mögliche Prozesse gelten, die eben einen Einfluss haben und wichtig sind. Und auch hier sozusagen kommt dieses Modell wieder zum Tragen. Auch das benutzen wir wieder. Haben es aber diesmal integriert in ein Klicks-Plausibilitäts-Assessment-Framework, das eben nochmal verstärkt diese Wechselwirkung darstellen soll und repräsentieren soll zwischen gesellschaftlichen Treibern und das, was wir physikalischen Rahmenbedingungen hier nennen, die in beiden Fällen natürlich nicht stabil sind, sondern natürlich stetig in Veränderung sind und b, sozusagen auch in einer Wechselwirkung stehen. Deswegen war es uns wichtig, das auch hier konzeptionell nicht getrennt zu betrachten, sondern zu integrieren. Was sind Hauptergebnisse oder was ist das, was wir bei dieser Analyse mitnehmen? Ein und das zentrale Hauptergebnis ist, dass eine umfassende weltweite Dekarbonisierung bis 2050 weiterhin, muss man sagen, und auch dabei eben die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels derzeit nicht plausibel ist. Sieben gesellschaftliche Treiber, die wir untersucht haben, unterstützen zwar die Dekarbonisierung, sind jedoch nicht stark genug, um diese bis 2050 vollständig umzusetzen. Zwei gesellschaftliche Treiber, die ich gleich nochmal genauer beleuchten werde, untergraben nach wie vor Fortschritte in Richtung einer Dekarbonisierung, insbesondere einer tiefen Dekarbonisierung. Und ein Treiber, ist der Medientreiber, bleibt ambivalent, weil da die Dynamik unbeständig ist und sozusagen bestehend auf der empirischen Evidenz nicht ganz klar ist, wie sehr es unterstützt oder das Ganze untergräbt. Ein weiterer Punkt ist natürlich, und das habe ich eingangs genannt, natürlich können sich, wie wir alle wissen, gesellschaftliche Dynamiken, politische Situationen abrupt, schnell, unerwartet ändern. Und das war natürlich für uns in der Forschung auch ganz wichtig und zentral. Im ersten Outlook war natürlich der Beginn der Corona-Pandemie, der auch uns natürlich überrascht hat und die wir dann sozusagen auch mit versucht haben, mit einzubeziehen. Und jetzt im zweiten Outlook eben die russische Invasion und Russlands Angriff auf die Ukraine, die wir sozusagen versucht haben, auch mit zu berücksichtigen. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir sehen schon, dass die kurz- und mittel- und auch langfristigen Folgen der Covid-Pandemie und des Angriffs
auch bestimmt, also auch negative Konsequenzen hat für die tiefe Dekarbonisierung, weil wir zum Beispiel von fossilen oder die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen weiter gefestigt scheint und weil auch sozusagen, weil hier sozusagen eine stärkere Verankerung tatsächlich teilweise stattgefunden hat. Aber man muss natürlich auch sagen, dass gerade was diese beiden Dynamiken oder diese beiden Situationen angeht, dass natürlich noch an vielen Stellen empirische Evidenz auch noch weiterhin fehlt oder nur sehr bedingt verfügbar ist. Aber, und das will ich hier nur sozusagen ganz kurz einfügen, weil wir das auch noch nicht in dem Outlook, im letzten Outlook berücksichtigen konnten, ist natürlich der weitere Kontext, zum Beispiel eines des Kriegs auf die Ukraine, ist natürlich, dass das Militär und militärische Aktionen, Krieg natürlich sehr, sehr wichtig ist und bedeutend ist, wenn wir über Emissionen sprechen, wenn wir über Umweltverschmutzung sprechen, sozusagen dieses Ausmaß der Implikationen, das müssen wir natürlich weiterhin im Auge behalten. Ein zweiter Punkt an dieser Stelle vielleicht noch. Wir sehen hier ja ein Bild sozusagen, wir erinnern uns noch, leere Straßen, eine in Anführungsstrichen runtergefahrene Wirtschaft und natürlich diese Vorstellung, dass möglicherweise diese Phase auch quasi eine Art positiven Effekt hatte auf die Emissionen. Aber da ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass diese sehr kurze Phase, die es da vielleicht gegeben hat, da kann man sozusagen noch keinen direkten, nicht ableiten, dass es hier tatsächlich einen Effekt auf das Szenario der Temperaturziele gegeben hat. Also tatsächlich auf die Durchschnittstemperatur der Erdoberfläche. Ein weiterer Punkt hier ist, dass physikalische Prozesse natürlich sehr wichtig sind, aber sie sind im Hinblick auf das Szenario des Outlooks nur bedingt relevant, was aber nicht heißt, dass sie nicht wichtig sind. Drei physikalische Prozesse, das Abschmelzen der polaren Eisschilde, der Rückgang des arktischen Meereises, sowie Klimaveränderung und Klimavariabilität auf regionaler Ebene haben kaum Einfluss auf globale Oberflächentemperatur und wirken sich somit auf die Plausibilität des Einhaltens der Temperaturziele kaum aus. Drei andere physikalische Prozesse, das Auftauen des Permafrosts, die Instabilität des atlantischen Umweltpumpe und auch das Aussterben des Amazonaswaldes könnten die globale Oberflächentemperatur leicht beeinflussen und stehen damit eben den Temperaturzielen auch leicht entgegen. Aber die durch die globale Erderwärmung verursachten Veränderungen in diesen Dynamiken aller sechs physikalischen Prozesse haben weitreichende Auswirkungen. So zum Beispiel auf regionale Wasserkreisläufe, auf die Resilienz von Ökosystemen und natürlich auch auf die Lebensqualität und Lebensbedingungen von Menschen. Also das ist hier mir nochmal ganz wichtig zu betonen, dass die Prozesse für das Szenario, für die eben das Szenario der Pariser Temperaturziele nur bedingt relevant sind, aber trotzdem natürlich ganz, ganz wichtig. Wir haben das in dieser Darstellung einmal dargelegt. Man sieht hier sozusagen ganz oben rechts das Szenario, mit dem wir arbeiten, die Pariser Temperaturziele. Und wir sehen hier ganz unten links in dem blau-grauen Bereich eben die vor allen Dingen physikalischen Prozesse, die kaum einen Einfluss haben auf das Szenario. Dann sehen wir in der Mitte die sieben genannten Treiber, die eher die Dekarbonisierung unterstützen. Und dann einmal weiter oben in Orange die
physikalischen Prozesse, die einen leichten Einfluss entgegen der Szenarios haben und dann die Consumption Patterns und Corporate Responses, das heißt das Konsumverhalten und die Unternehmensstrategie, die ganz klar das Ziel untergraben. Und bevor ich zu den sozialen Dynamiken nochmal komme, ganz wichtig ist natürlich auch umgekehrt. Was sind die Folgen für die physikalischen Prozesse? Sicherlich haben viele die Diskussion oder verfolgen die Diskussion zum Beispiel zu Kipppunkten. Wir haben festgestellt, dass drastische oder abrupte Veränderungen für die polaren Eisschilde und das regionale Klima bis zum Jahr 2100 plausibel, nicht jedoch für das arktische Meereis oder die atlantische Umweltpumpe sind. Zweitens stellt das zukünftige Ausmaß der menschengemachten Entwaldung die Weichen dafür, ob ein großflächiges Absterben des Amazonaswaldes begünstigt wird oder eben beschränkt wird. Also auch hier sehen wir, wie stark Mensch und Natur natürlich verschränkt sind. Und das ist auch etwas, was wir versucht haben, in alle physikalischen Prozesse und natürlich auch in den sozialen Treibern einzuziehen, diese Wechselwirkung nicht nur zwischen diesen Prozessen und Treibern, sondern auch eben zwischen sozialen Treibern und physikalischen Prozessen. Drittens ist unklar, wie sich der Kohlenstoff in den Permafrostböden verhält. Wir können daher nicht beurteilen, ob das Auftauen des Permafrostes bis zum Jahr 2100 zu drastischen Veränderungen führen wird. Ausschließen können wir jedoch, dass das Auftauen des Permafrosts zu einer galoppierenden Klimainstabilität führen könnte. Das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, auf den wir im Anschluss zu sprechen kommen können. Hier sind sozusagen verschiedene physikalische Prozesse und Beobachtungen natürlich wichtig. Es hängt ganz stark natürlich entsprechend vom Zusammenspiel gesellschaftlicher und physikalischer Dynamiken ab, ob die Temperaturziele des Pariser Klimaabkommens durch eine vollständige bzw. tiefe Dekarbonisierung eingehalten werden können. Und die Bewertung der gesellschaftlichen Treiber zeigt, dass menschliches Handeln maßgeblich Einfluss darauf hat, wie sich Klimazukünfte entwickeln. Also das, was sich sozusagen hier versteckt, ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, nicht nur das 1,5 Grad Ziel, das Erreichen dieses Ziels aktuell nicht plausibel ist, sondern dass es auch eben, und das zeigt sozusagen auch unser Cover, ganz stark eben in den Händen menschlichen Handelns liegt, ob wir da ankommen oder nicht. Wie gesagt, die physikalischen Prozesse, die wir untersucht haben, die zeigen ganz klar, dass sie auf diese Ziele nur einen sehr bedingten Einfluss haben. Ein weiterer Aspekt, der bisher sozusagen, den ich noch nicht so stark betont habe, den wir aber auch versucht haben, dieses Mal noch stärker in den sozialen Treibern zu untersuchen, ist die Auswirkung sozialer Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Menschliches Handeln, das sehen wir in allen Treibern, ist ganz stark von Ungerechtigkeit und sozialer Ungleichheit geprägt. Und das ist sozusagen deswegen auch wichtig, weil es einer vollständigen Dekarbonisierung bis 2050 im Wege steht. Wichtig ist auch zu sehen, dass natürlich alle gesellschaftlichen Treiber, das kann man sich natürlich, glaube ich, gut vorstellen, natürlich sehr unterschiedliche Formen von Ungerechtigkeit aufweisen. Aber es werden eben, und das ist eben unser Fokus auch auf Agency, also die Handlungsmöglichkeit, verschiedene Bedingungen und Ressourcen für einen gesellschaftlichen Wandel deutlich, die eben auch ein Klimaszenario plausibel werden lassen könnten. Und das ist sozusagen etwas, das wir im aktuellen Outlook auch entwickelt haben, nämlich ein Sustainable Adaptation Plausibility Framework. Das heißt, wir haben uns auch schon in diesem Outlook mit der Frage der nachhaltigen Anpassung zum Klima beschäftigt und was das überhaupt bedeutet. Und das ist auch etwas, was wir sozusagen im kommenden Outlook weiter ausführen werden und noch vertiefen werden.
weil an dieser Stelle eben auch noch sehr viel Forschung fehlt, offen ist. Das hier ist ein Beispiel aus dem jetzigen Outlook. Auch hier gibt es natürlich eben sehr unterschiedliche Typen der Anpassung. So als Beispiel hier ist natürlich Coping, Incremental Adaptation und eben transformative Adaption, die aus unserer Sicht sehr wichtig ist, sind unterschiedliche Typen, die wir versucht haben, schon zu untersuchen und aufzugreifen. Und das werden wir weiter vertiefen. Kommen wir aber zurück zu den sozialen Treibern. Ich habe vorhin gesagt, dass wir eben diese und auch die Plausibilität der tiefen Dekarbonisierung und der Pariser Klimaziele vor allen Dingen auch deswegen so bewerten, weil 7 Treiber nicht stark genug sind sozusagen in diese Richtung, aber eben auch, weil wir sehen, dass 2 Treiber dem ganz diametral sozusagen gegenüberstehen. Konsumverhalten, was verstehen wir darunter? Das umfasst für uns Energieverbrauch, den Transportsektor, Ernährung und die Bekleidungsindustrie. Ja, als Beispiel hier die Bekleidungsindustrie, die sehen wir, die macht ungefähr 2 bis 8% aktuell der globalen Emissionen aus. Also es ist sozusagen erstmal vielleicht überraschend, das sozusagen in dieser Reihe zu sehen, aber ist ein sehr wichtiger Punkt. Und wir sehen, das sind natürlich alles Prozesse, die dadurch geprägt sind, dass sie global sind, dass es lange Handels- und Produktionswege gibt. Ja? Also es geht hier nicht um sozusagen individuellen Konsum, sondern es geht hier natürlich um Konsum im größeren Kontext, im größeren Sinne. Eben die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen. Wir sehen, dass einerseits haben wir ein exponentielles Wachstum kapitalistischer Volkswirtschaften und der Produktion von Produkten, Dienstleistungen und neuen Nachfragen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Also hier sehen wir sozusagen einen stetigen Anstieg. Dann auch ganz wichtig sind sozioökonomische Faktoren, Identifizierung, Alltagsrituale und Praktiken, soziale Beziehungen. Das sind alles Dinge, die wir verstärkt in den Fokus nehmen, weil da natürlich auch, wenn dann das Potenzial sind für Veränderungen, aber natürlich eben auch die Gefahr ist, genau diesen Pfad sozusagen weiter zu reproduzieren. Und auch dieser Treiber ist eben ganz stark durch soziale Ungleichheit geprägt. Wir sehen hier nochmal Zahlen aus dem aktuellen IPCC. Die reichsten 10% der Weltbevölkerung sind schätzungsweise 34 bis 45% der verbrauchsbedingten Emissionen verantwortlich gegenüber den ärmsten 50%, die 13 bis 15% der verbrauchsbedingten Emissionen verantworten. Herausforderung ist eben hier Fahrtabhängigkeiten, schrittweise Veränderungen und kontinuierliches Wachstum zu adressieren, weil die eben sozusagen in historischen und gegenwärtigen Kontexten sehr, sehr stark verankert sind. Und natürlich sehen wir positive Dynamiken auch hier. Wir sehen energieeffizientere Produktionsweisen, Technologien und so weiter, E-Mobilität, Fairtrade-Bekleidung, um sozusagen auf die Bekleidungsindustrie zu kommen. Aber demgegenüber steht ein allgemeiner Anstieg des Verbrauchs und der kann sozusagen auch diese positiven Dynamiken nicht auffangen. Und an dieser Stelle vielleicht noch sozusagen ein interessanter Hinweis aus einer aktuellen Studie, nicht aus dem Outlook, ist eben diese Veränderung auch, dass wir
sozusagen von den, dass wir sozusagen eine Ungleichheit auch haben, was eben die Emissionen angeht, die sich immer stärker von der Ungleichheit zwischen Staaten zu Ungleichheiten, zu innergesellschaftlichen Ungleichheiten hinbewegt. Also auch eine weitere Beleg dafür, dass Ungleichheit nicht nur quasi ein normativ wichtiger Punkt ist, sondern einen ganz klaren Einfluss auch darauf hat, wie Emissionen zu bewerten und zu verstehen sind. Kommen wir zu dem anderen sozialen Treiber, Unternehmensstrategien. Wir sehen auch hier positive Tendenzen, also Zunahme von Nachhaltigkeitsinitiativen, Zunahme von Ankündigungen von Netto-Null-Zielen und Zusagen. Unternehmen berichten durchaus regelmäßig. Wir haben sowohl im Rahmen der UN als auch durch private Initiativen verschiedene Initiativen, die versuchen, hier positiv einzuwirken, die auch sozusagen die Nachvollziehbarkeit von Emissionen versuchen, transparenter zu gestalten. Zum Beispiel durch Erfassung von Emissionen natürlich, Vorlage konkreter Aktionspläne und so weiter. Aber das Problem liegt auch hier in großen Teilen immer noch bei der Umsetzung und eben auch bei der Transparenz. Also auch hier sind eben diese Zusagen und Praktiken immer noch nicht transparent nachzuvollziehen. Dazu natürlich auch Unternehmensstrategien als symbolische Handlung, also Zielsetzung und Berichterstattung haben natürlich immer das Risiko, vor allen Dingen, wenn sie freiwillig sind, wenn sie nicht klar nachvollziehbar sind, dass es dann mehr ein symbolischer Teil ist, als tatsächlich sozusagen ein Effekt hat. Und wir sehen aktuell auch immer noch, dass die sogenannten Carbon Majors immer noch für 71% der industriellen Treibhausgasemissionen seit 1988 verantwortlich sind. Was sind andere Treiber? Also das sind jetzt natürlich sozusagen die beiden Treiber, die dem Szenario sehr stark im Wege, dem Ziel auch sehr stark im Wege stehen. Und sich, wo man sich vielleicht auch gut vorstellen kann, okay, warum das oder dass die auch so eine wichtige Rolle haben. Aber wir sehen auch, dass soziale Bewegungen und Klimaproteste ein sehr wichtiger Teil sind. Sie sind nicht nur in Europa, nicht nur in den USA wichtig, sondern sie sind global wichtig. Ich war selber in Sharm el-Sheikh auf der letzten COP, die wie auch vorher schon, aber diesmal doch sehr stark davon geprägt war, dass der Zugang für Zivilgesellschaft sehr stark eingeschränkt war. Aber sie war auch sozusagen präsent. Aber sie ist eben nicht nur auf diesen COPs sehr wichtig, sondern auch an verschiedenen Stellen und auch in ganz verschiedener Art und Weise. Deswegen sehen wir langfristige und eben auch oft indirekte Auswirkungen als sehr, sehr wichtig an. Das heißt, die öffentliche Wahrnehmung des Themas Klima, Klimawandel, die Beschäftigung damit, der Druck, der politische Druck, der auf verschiedene Weise entsteht, als sehr wichtig an, aber auch sozusagen mit Blick auf überhaupt das Bewusstwerden für die Relevanz des Themas. Aber kurzfristig, so haben wir es in dem jetzigen Outlook bewertet, sehen wir auch natürlich, dass hier einige Dynamiken sozusagen die Triebkraft etwas abfedern. Das sind einmal Einschränkungen natürlich in der Covid, in der Hochphasen der Pandemie, aber natürlich auch so etwas wie die russische Invasion in die Ukraine, die das Thema Klima erstmal vielleicht auch in den Hintergrund gerückt hat und auch einige interne Spannungen in verschiedenen Klimabewegungen, was das Thema an Protestrepertoire angeht, was die Zielsetzung angeht und so weiter und verschiedene Themen, wie gehen wir mit Klimagerechtigkeit zum Beispiel um, das hat auch zu sozusagen einigen Spannungen natürlich geführt und all diese verschiedenen Komponenten haben dann auch über einen kurzfristigen Zeitraum zumindest auch einen limitierenden Effekt.
Wissensproduktion und Diverse Ways of Knowing. Ein weiterer wesentlicher sozialer Treiber, der auch vielleicht sich erstmal so nicht erschließt. Aber hier muss man wissen, dass Klimawandel, Klimapolitik, Klimagovernance in allererster Linie auch ein Wissensproblem ist, ja, um zu verstehen, was ist Klimawandel, wie sieht er aus, wie können wir dem begegnen, müssen wir Wissen produzieren, um ihn zu beobachten. Das Wissen produzieren ist ein umstrittener Prozess. Ja. Es gibt natürlich eben die westliche Klimamodellierung, die natürlich ganz, ganz zentral ist, die sehr stark dazu geführt hat, dass bestimmte Wissensformen überhaupt bestehen. Aber es gibt eben auch natürlich viele verschiedene andere Wissensformen und Wissensproduktionen, zum Beispiel von Indigenen in der Arktisregion, die auch sehr wichtig waren und weiterhin sind, die aber sehr stark zum Beispiel um Anerkennung kämpfen, wenn es um die globale Wissensproduktion geht. Und wir haben das als gebündelte Packaged Knowledge, Wissensressourcen beschrieben. Ganz plastisch kann man sich das, glaube ich, eben mit dem IPCC vorstellen. Da werden halt sozusagen Wissensbestände zusammengepackt und werden dann zum Beispiel in die Summary for Policymakers zusammengepackt. Und Policymaker können sich dann darauf beziehen oder können das auch sein lassen. Das ist natürlich das Problem. Aber auf jeden Fall ist es eine zentrale Referenz für internationale Klimapolitik. Und sie ist vor allen Dingen dann förderlich für eine tiefe Dekarbonisierung, insbesondere wenn wir weitere Klimadaten haben, Forschung bereitstellen und auch Maßnahmen und für die Umsetzung bereitstellen. Das sehen wir gerade an ganz vielen Stellen, ob es um Klimaanpassung geht, aber auch um Mitigation ist das ganz zentral. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wir beschreiben das als Diverse Ways of Knowing, also verschiedene Arten, wie man Klimawandel beobachten kann, wie man ihn verstehen kann, werden sozusagen oft noch ignoriert, marginalisiert. Und das sehen wir auch weiterhin als großes Problem in der Mitigation, aber natürlich auch in der Klimaanpassung, die oft sehr lokal, regional passiert, wo dieses Wissen aber eben ganz zentral ist. Und als ein Beispiel, ich weiß nicht, ob man das deutlich sehen kann, wir sehen eben hier, dass zwar der globale Süden in den IPCC-Berichterstattungen immer präsenter wurde durch WissenschaftlerInnen aus dem globalen Süden bis hin eben jetzt zum letzten Bericht, aber eben immer noch deutlich unterrepräsentiert sind. Die durch die globale Erderwärmung verursachten Veränderungen in den Dynamiken aller sechs physikalischen Prozessen haben, das habe ich vorhin schon einmal gesagt, Auswirkungen auf die Resilienz von Ökosystemen und die Lebensqualität und Lebensbedingungen von Menschen. Menschliches Handeln hat maßgeblichen Einfluss darauf, wie sich Klimazukünfte entwickeln. Es ist, wie ich vorhin gezeigt habe, stark von Ungerechtigkeit und sozialer Ungleichheit geprägt. Und das verhindert und kann auch eben, wenn man das adressiert, eine umfassende weltweite Dekarbonisierung bis 2050 auch ermöglichen. Und da ist natürlich für uns die Frage, was kann denn, wenn wir die Möglichkeit haben, überhaupt das 1,5-Grad-Ziel plausibel werden lassen, also die Erreichung dieses Ziels. Und wir sehen ganz deutlich in den verschiedenen Treibern, dass es Ambitions-, Umsetzung- und Wissenslücken gibt, die geschlossen werden müssen. Wir sehen, dass sozialer Druck und Mobilisierung für Dekarbonisierung zentral ist. Nur durch zivilgesellschaftliches Engagement kann in diesen verschiedenen Bereichen eine positive Entwicklung in diese Richtung angestoßen werden. Wir sehen, dass gesellschaftlicher Wandel und Unterstützung für Nachhaltigkeitstransformation ganz zentral ist. Das heißt,
Mitigation, also Klimaschutz und Klimaanpassung können und dürfen auf keinen Fall getrennt betrachtet werden, sondern müssen eben in einem Zusammenhang betrachtet werden. Und wenn wir Konsum nicht auf einer individuellen Ebene betrachten, sondern eben als strukturelles Problem und Herausforderung, dann müssen die Rahmenbedingungen für nachhaltige Produktions- und Konsumweisen geschaffen werden. Nur ganz zum Schluss, sozusagen, was nehme ich oder was nehmen wir mit aus dieser interdisziplinären Forschung zur Plausibilität von Klimazukünften? Es ist sehr wichtig, sich mit verschiedenen Formen von Unsicherheiten und physikalischer und sozialer Dynamiken auseinanderzusetzen. Das heißt, wir dürfen bei aller empirischer Evidenz natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir nicht für alles eine Evidenz haben. Es gibt viele Unsicherheiten, sowohl was physikalische Prozesse angeht, als natürlich auch soziale Dynamiken. Also Deep Uncertainty ist sozusagen ein ganz wichtiges Konzept, das wir weiterhin adressieren müssen. Wir müssen weiter anerkennen, unterschiedliche Wissensformen, auch in der Wissenschaft zum Klimawandel. Und wir haben das sozusagen genannt, die Dezentrierung der Klimaforschung. Also die Frage ist, wie können wir auch andere Wissensformen in die Forschung mit einbeziehen? Die trans- und interdisziplinäre Forschung und Arbeiten muss verschiedene Ontologien und Epistemologien berücksichtigen. Diese verschiedenen Treiber sind ja in sehr interdisziplinären Teams entstanden. Das heißt, eine Herausforderung ist weiterhin, insbesondere wenn wir uns in Zukunft noch mehr mit sozialwissenschaftlicher Klimaforschung beschäftigen, welche Ontologien, das heißt, welche Verständnisse, was ist von sozialer Realität, welche Aspekte sozialer Realität sind wichtig und wie gelangen wir dahin? Also Epistemologien, wissenssoziologisch, welche Methodologien helfen uns da weiter? Dann ist natürlich ganz wichtig, dass Ungleichheit und Ungerechtigkeit eben natürlich normativ weiterhin wichtig ist. Ja? Natürlich müssen wir uns auch aus einer normativen Ebene mit Ungleichheit und Ungerechtigkeit beschäftigen. Aber ich hoffe, ich konnte auch zeigen, dass das auch analytisch ganz zentral ist. Also Ungleichheit und Ungerechtigkeit hat einen klaren Einfluss auf Pariser Klimaziele und auf die tiefe Dekarbonisierung. Und zuletzt vielleicht, Klimaforschung muss eben auch selber die Normativität bestimmter Szenarien reflektieren. Das heißt, wie wir das jetzt gemacht haben, die umfassende oder tiefe Dekarbonisierung und die Temperaturziele des Pariser Abkommens. Wie wir alle wissen, ist die Realität natürlich, dass es in vielen Regionen dieser Welt schon große Konsequenzen hat, die globale Erwärmung. Und selbst wenn wir 1,5 Grad, wenn wir das Ziel erreichen sollten, selbst wenn es plausibel wäre, auch dann hätte es große Konsequenzen für viele Menschen in verschiedenen Regionen. Und auch das müssen wir natürlich reflektieren. Und damit möchte ich vielleicht schließen und danken für das Zuhören und freue mich voll auf Fragen und Feedback und Rückmeldungen und belasse es dabei. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Jetzt kommen wir zur Fragerunde. Ihr könnt einfach eure Hand heben und die Leute aus dem Zoom-Live-Vortrag können in den Chat schreiben. Im Chat kam aber die Frage, ab wann das Ziel denn plausibel sei, ob man das, wenn man das so kurz beantworten kann.
Soll ich erst antworten oder da hinten war, glaube ich, noch eine andere Frage? Das ist natürlich die große Frage. Also vielleicht dazu nochmal ganz grundsätzlich, was wir in diesem Bericht gemacht haben, ist natürlich ist Grundlagenforschung. Das heißt, wir sind in diesem Bericht noch nicht oder nicht sozusagen dazu übergangen, noch konkretere Punkte aufzugreifen. Sozusagen diese Punkte, die ich vorhin genannt habe, gerade die Ambitionsumsetzung und Wissenslücken schließen, das scheint uns sozusagen ganz zentral. Ein Punkt ist natürlich ganz wichtig. Wir können es, also plausibel kann es nur werden, wenn wir eben ganz radikal in sehr kurzer Zeit mit den Emissionen nach unten gehen. Und ich habe ja sozusagen, wenn wir sozusagen auf die Unternehmensstrategien schauen oder auch das Konsum, dann ist es ganz klar, wenn wir eben in diesen Bereichen, aber auch in anderen sozialen Treibern, wenn wir da nicht ganz radikal schaffen, das Emissionen nach unten zu bringen, dann wird es eben weiterhin nicht plausibel werden. Also das ist einfach eine Voraussetzung dafür. Das ist natürlich jetzt eine sehr sozusagen breite, allgemeine Antwort, aber sozusagen basierend auf dem, was wir im Outlook gemacht haben, weisen wir darauf hin. Und ich glaube aber, wenn man sich sozusagen diese einzelnen Treiber nochmal genauer anschaut, dann kann man schon erkennen, dass es da, wo da natürlich einzelne Hebel sind und auch noch Schwierigkeiten sind. Wenn wir zum Beispiel auch zum Divestment, das ist ja ein Treiber aus fossilen Energien, der ist natürlich unglaublich wichtig. Aber auch da auch gleichzeitig wichtig, nicht nur der Übergang in neue Energien, erneuerbare Energien und das Investment in erneuerbare Energien, sondern eben gleichzeitig auch wirklich der konsequente Abbau und Rückbau sozusagen jeglicher fossiler Energien. Und das sehen wir leider gerade noch nicht, sondern was wir eben oft noch beobachten, ist, dass große Unternehmen, gerade wenn ich an Unternehmen im Nahen Osten denke, die jetzt zwar auch in erneuerbare Energien investieren und da ausbauen, aber das dann eher als einen Zusatz zu ihrem bisherigen Portfolio sehen, anstatt eine tatsächliche Wende. Das ist ein großes Problem. Ja, ich habe so ein paar Verständnisfragen, wenn es erlaubt ist. Sie haben auf einer der ersten Folien geschrieben, die Erwärmung bis 2100 um 4,9 Grad sei nicht plausibel. Beziehen Sie sich da drauf, dass wir das bis 4,9 Grad begrenzen? Weil das wäre ja eigentlich irrelevant, weil das immer noch. Also es wäre ja schon viel zu viel, so deswegen, um das Leben überhaupt möglich zu machen. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Und dann hatte ich noch eine Frage bezüglich der physikalischen Effekte. Sie haben gesagt, einige physikalische Effekte seien auch weiterhin wichtig, aber die hätten keinen Einfluss sozusagen auf die Frage der Temperatur, die ja eigentlich von zentraler Bedeutung ist, wo ich mich aber gefragt habe, dass man da ja irgendwie schon bedenken muss, dass auch wenn die jetzt in erster Linie keinen Einfluss darauf haben, zum Beispiel das Abschmelzen der polaren Eisschilde, dass sie ja dennoch zum Beispiel, ich habe da jetzt gerade dran gedacht, dass es ja mit Veränderungen zum Beispiel im Golfstrom einhergeht und das wiederum Effekte auf die regionalen Temperaturen hätte und eine Veränderung regionaler Klima, Ebenen sozusagen.
dass das dann ja schon irgendwo einen Effekt hat. Also deswegen, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, aber es wirkt so ein bisschen so aus, ob man diese drei Effekte ausschließen könnte aus dieser Relevanz dafür, aber das habe ich nicht so ganz gesehen. Vielleicht können Sie da irgendwie argumentieren. Klar. Soll ich da hier direkt mal drauf antworten? Ja, ganz vielen Dank. Auf jeden Fall sind Verständnisfragen sehr gerne. Genau, also die 4,9 Grad, also die Untersuchung, das war sozusagen im ersten Outlook ein Ergebnis, weil eben die verschiedenen möglichen Szenarien, die auch im IPCC sozusagen diskutiert werden, auch mit Blick auf die Frage der eben der Plausibilität untersucht wurden. Also die Frage war, ne, was ich vorhin gesagt habe, viele Klimazukünfte sind möglich, aber welche sind auch plausibel? Und ein Outcome davon war, dass dieses Szenario, was auch untersucht wurde, eben nicht plausibel ist. Ganz klar, für sozusagen unseren menschlichen Zeithorizont, den wir jetzt sozusagen haben, ist das nur bedingt, A, bedingt relevant, und B, wäre das für die Konsequenz daraus, selbst wenn es jetzt eben weniger sind, wenn es ein weniger drastisches Szenario ist, natürlich enorm, gar keine Frage. Also das Szenario, das realistische Szenario, was wir ja gerade haben oder diskutiert, beziehungsweise durch den IPCC ja auch nochmal unterstrichen wird, dass wir ja auch noch nicht mal das 2-Grad-Ziel erreichen, hat natürlich ganz dramatische Folgen. Also das sozusagen nur nochmal als Einordnung, das war lediglich quasi der Ansatz, die Plausibilität verschiedener Klimaszenarien zu untersuchen, die halt unter anderem im IPCC diskutiert werden. Das sollte aber keine Aussage darüber treffen, dass sie sozusagen dass das überhaupt ein Temperaturziel ist, was wünschenswert wäre oder ähnliches. Mit den physikalischen Effekten. Wenn ich sonst vielleicht ganz kurz, ja. Ich habe da noch, würde das bedeuten, dass wir sozusagen so gute gesellschaftliche Treiber haben, dass wir das zumindest auf 4,9 Grad begrenzen? Verstehe ich das gerade richtig oder ist das irgendwie falsch gedacht? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das genau, so rum macht es Sinn, genau. Also es ist sozusagen diese Wechselwirkung, die haben wir so untersucht, genau, dass sozusagen selbst bei aktuellen Dynamiken sozusagen eine solche Begrenzung eben plausibel erscheint. Weil ja sozusagen die Plausibilität, die wir gerade haben, liegt ja bei sozusagen über 2 Grad, was gesellschaftliche Dynamiken angeht. Und die physikalischen Effekte, genau, die sind sozusagen in ihrem Einfluss auf das Szenario, also auf die Pariser Temperaturziele eben nur bedingt relevant, weil sie sich entweder kaum oder gar nicht sozusagen auswirken. Aber das ist wirklich nur auf dieses Szenario gemünzt, mit dem wir hier arbeiten. Ne? Also man arbeitet ja mit einem Szenario, die Analyse zu präzisieren. Das heißt aber eben keinesfalls, dass sie nicht wichtig sind oder keinen Einfluss haben, weil genau das, was Sie gerade beschrieben haben, natürlich der Einfluss auf eben Ökosysteme, Lebensqualität von Menschen, dass sich die physikalischen Prozesse gegenseitig bedingen und verstärken können, also positive Feedbacks, die sind auf jeden Fall gegeben und die sind auf jeden Fall auch da. Ne? Also danke da nochmal der Nachfrage. Das ist ganz wichtig, hier nochmal zu betonen, dass wir nicht sagen, dass physikalische Prozesse nicht wichtig seien. Es
kam noch eine Frage aus dem Chat. Die Frage lautet, wird der Report der Hamburger Regierung vorgelegt und falls ja, wie sind dort die Reaktionen? Tatsächlich, hat die Behörde, aber fragen Sie mich jetzt nicht welche, quasi eine Anfrage dazu gestellt. Aber ich glaube, das verweist natürlich auf einen größeren Punkt, nämlich der Umsetzung. Und das sehen wir natürlich auch ganz klar. Ich habe das hier gerade nochmal aufgezeigt, das ist ein generelles Problem, dass wir natürlich ein Umsetzungsproblem haben. Also der Transfer von Wissen zu Handeln ist enorm komplex und sehr schwierig. Und das hier ist natürlich ein globales Assessment. Also das heißt, wir haben diese sozialen Treiber natürlich auf einer globalen Ebene untersucht. Und zum Beispiel jetzt natürlich nicht Hamburg spezifisch untersucht oder ne, eine bestimmte Region spezifisch untersucht. Aber natürlich kann man sich aus diesen Treibern, Unternehmensstrategien und Konsumverhalten natürlich auch eine Stadt, das ganz zentral ist in diesen globalen Prozessen, natürlich auch Handlungsempfehlungen ableiten. Aber sozusagen so weit sind wir in diesem Prozess noch nicht. Noch eine Frage im Raum? Okay. Also der Begriff Decarbonization wurde mehrmals verwendet. Können Sie vielleicht das noch einmal erläutern? Mhm. Und ich habe noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob die jetzt zu spezifisch ist, aber mit dem Szenario, mit dem Sie gearbeitet haben, könnten Sie vielleicht sagen, wie relevant oder was für eine was für ein Zusammenhang besteht zwischen dem Atomstrom und dem Einhalten der Pariser Klimaziele oder sogar dem 1,5-Grad-Ziel und also wie da die, ja, das Verhältnis ist, ob es dann, wenn man komplett auf Atomstrom verzichten würde, ob es da eine Möglichkeit geben würde, diese Ziele überhaupt zu erreichen, andersrum, wie sehr Atomstrom bei den Klimazielen helfen könnte. Dankeschön. Vielen Dank. Also zu der ersten Frage, das Konzept der tiefen Dekarbonisierung, mit dem wir arbeiten, da geht es für uns eben ganz zentral darum, dass es nicht nur eine Dekarbonisierung im Sinne von einer gesellschaftlichen Dynamik und Umgang geht, bei dem eben weniger beziehungsweise dann nicht mehr emittiert wird, sondern tiefe Dekarbonisierung bedeutet auch, dass eben ein gesellschaftlicher Wandel dem vorausgeht und mit dem einhergeht, dass wir sozusagen hinkommen zu einer gesellschaftlichen Situation, wo wir quasi zu einer Netto-Null-Emissionsgesellschaft kommen, ja, die gleichzeitig durch eine gesellschaftliche Transformation herbeigeführt wurde. Deswegen gucken wir uns eben auch die gesellschaftlichen Treiber an. Was den Verzicht beziehungsweise den Gebrauch von Atomstrom angeht, haben wir überhaupt gar nichts in dem Outlook gesagt. Und das muss ich sagen, das entzieht sich auch meiner Expertise. Weil wir eben dazu in dem Outlook gar nichts sagen. Aktuell, und das ist der Fokus, ist eben, dass wir den Gebrauch fossiler Energien, dass der an verschiedenen Stellen einfach noch viel zu hoch ist. Und dass wir, und das ist eben ein zentrales Problem, dass wir in verschiedenen Treibern sehen, dass er auch einfach noch immer auch kurzfristig und mittelfristig gesehen noch viel zu profitabel ist. Das heißt, die Anreize, die Wahrscheinlichkeit, die Plausibilität sozusagen, dass auch verschiedene Akteure sich aus diesem Geschäft quasi herausziehen, die ist nicht besonders hoch.
Genau, also aber den Zusammenhang zu Atomstrom, dazu haben wir in dem Outlook leider nichts gesagt. Eine weitere Frage aus dem Chat. Wie genau wirken sich soziale Ungleichheiten auf die Klimazukünfte aus? Wie? Ja. Ja, also Klima, Ungerechtigkeit, Ungleichheit wirkt sich in ganz, ganz vielfältiger Weise auf Klimazukünfte aus. Das betrifft eben einerseits natürlich die Möglichkeit der tiefen Dekarbonisierung. Das heißt, wer hat überhaupt gesellschaftlich die Möglichkeit, teilzunehmen an einer gerechten Transformation, die wir brauchen, um zu einer Netto-Null-Gesellschaft zu kommen. Das hat aber auch Auswirkungen darauf, wer hat überhaupt die Ressourcen und Möglichkeiten, sich an den Klimawandel anzupassen. Also diese ganze Bandbreite besteht da, weil wir sozusagen natürlich auch sehen, dass der Klimawandel natürlich ganz viele verschiedene Risiken mit sich bringt. Und bei vielen dieser Risiken sind natürlich die ohnehin schon stark vom Klimawandel betroffenen Gruppen, Länder, Bevölkerungsgruppen betroffen. Es ist, wenn es zum Beispiel zu Naturkatastrophen kommt, sind es in einer, ich glaube, 14 mal höheren Wahrscheinlichkeit, dass Frauen und Kinder betroffen sind, die sich sozusagen dem schutzlos ausgeliefert sind. Also wir haben da ganz massiven Ungleichheiten auf verschiedener struktureller Ebene. Und das grundlegende Problem an vielen Stellen ist, dass wir eben die Handlungsmöglichkeiten einschränken, überhaupt sich einzubringen. Und wir brauchen da, glaube ich, teilweise gar nicht sozusagen nur in den globalen Süden, wo es natürlich wichtig ist, weil der Einfluss des Klimawandels da natürlich schon am präsentesten ist. Aber ich denke, wir sehen und merken das natürlich auch im globalen Norden. Und deshalb wollte ich vorhin einmal zeigen, dass natürlich sozusagen diese soziale Ungleichheit, die besteht natürlich auch innerhalb von Gesellschaften. Wenn wir eine zunehmende Beziehung zwischen Emission und Reichtum zum Beispiel sehen, dann hat das natürlich auch einen Einfluss darauf, wie wir zum Beispiel in Deutschland oder Europa Klimapolitik betreiben wollen und können. Die Frage ist dann, wer kann sich bestimmten Klimaschutz leisten? Wie können wir den organisieren? Ja, also wer muss auch vielleicht finanziell dafür aufkommen? All diese Fragen stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit Ungleichheit und Ungerechtigkeit und eben auch die Plausibilität. Gehen wir das nicht an, können wir auch bestimmte Transformationen gar nicht fördern. Ja, ich habe noch eine Frage zu den physikalischen Prozessen. Und zwar, vorhin wurde angesprochen, dass das Auftauen des Permafrostböden, dass das keinen galoppierenden Effekt auslösen soll. Es wurde ausgeschlossen. Was ist denn da genau das Argument dagegen? Weil ich hatte das damals mal ein bisschen anders gelernt mit dem Auftauen des Permafrostbodens, dass das kritischer ist. Ja, vielen Dank für die Frage. Und jetzt testen Sie mich als sozialwissenschaftlichen Klimaforscher mit begrenzten physikalischen Erkenntnissen natürlich. Aber der Punkt hier ist, dass es natürlich eben positive und negative Feedbacks gibt. Und natürlich, also positiv im Sinne, im physikalischen Sinne natürlich ein Feedback, das Klimainstabilität verstärken kann gegenüber negativen Klimainstabilitäten, negativen Effekten, die das Klima vielleicht stabiler machen können. Also hier hat sozusagen positiv und negativ genau die gegenläufige Bedeutung wie im Alltagsgebrauch. Und das Auftauen wird natürlich sozusagen als positiver Effekt gesehen auf Klimastabilität. Aber es gibt eben ein
eine physikalische Beobachtung, ein Gesetz, das eben als auch als Planck-Feedback bezeichnet wird, dass sozusagen auch Wärme quasi von der Erdoberfläche sozusagen ausgestrahlt wird. Dieser Effekt sozusagen einen stabilisierenden Faktor hat. Natürlich aufgrund der allgemeinen Erderwärmung natürlich auf einem höheren Level, aber es hat eben einen stabilisierenden Faktor oder Effekt, so dass wir sozusagen gerade oder dass man gerade sozusagen bei aktuellen Beobachtungen davon ausgeht, dass es sozusagen diesen positiven Feedback durch das Auftauen quasi ja nicht aufhebt, aber dem stärker gegenübersteht. Genau. Das können Sie tatsächlich auch nochmal in einer Box in dem Outlook auch nochmal sozusagen nachlesen. Ich hatte nochmal eine Frage zu der Einsehbarkeit der Studienergebnisse, sozusagen wer für die verbrauchsbedingten Emissionen verantwortlich ist, weil ja jetzt die reichsten 10 und die ärmsten 50% genannt wurden, das sind ja jetzt noch nicht alle Anteile. Und ich wollte spezifisch fragen, also ob und wo das eventuell einsehbar wäre und ob dies auch spezifisch nach den einzelnen Sektoren getrennt ist, weil mich würde halt interessieren, ob sich dies zum Beispiel unterscheidet im Transportsektor oder im Ernährungssektor, weil ich finde es halt ziemlich wichtig als in der Argumentation für die richtige Adressierung sozusagen der Verantwortlichen. Und ja, gerade im Anbetracht sozusagen, ich habe das den Eindruck, dass politisch oft die große Masse der Bevölkerung irgendwie, die jetzt nicht die reichsten 10% abbilden, adressiert werden. Gerade das wäre natürlich ein wichtiges Argument sozusagen dagegen, aber genau, wo wäre das einsehbar so? Ja, vielen Dank. Also also wenn ich jetzt die Frage richtig verstanden habe, so einsehbar ist das auf jeden Fall quasi in den Treiberbeschreibungen und sozusagen der Analyse. Also wir haben einmal, wenn Sie in den Outlook reinschauen, quasi ein Synthesekapitel, in dem wir quasi die verschiedenen Outcomes zusammenfassen. Und das ist dann sozusagen im zweiten Teil nochmal hinterlegt in viel längeren in viel längeren Analysen der einzelnen Treiber. Und da sind dann auch sozusagen die Treiber definiert, ja, also warum kommen wir überhaupt darauf, dass genau diese 10 Treiber soziale Treiber sind? In dem Konsumtreiber werden genau diese Bereiche auch sozusagen unterschieden. Und wir beziehen uns da, wie bei allen anderen Treibern auch, entweder, sofern das schon vorliegt, sozusagen auf eigene Forschung in Klicks, aber beziehen natürlich auch, ähnlich wie beim IPCC, basierend auf dem systematischen Erfassen von bestehender Forschung, kommen wir dann zu den Ergebnissen. Und da finden Sie das auf jeden Fall, die einzelnen Zahlen und auch noch eine genauere Aufschlüsselung. Ich hoffe, das beantwortet das sehr gut. Genau. Und ich stehe hier für 62 AutorInnen und die AutorInnen freuen sich auch alle auf und sind immer offen für Nachfragen auch direkt. Also das können Sie natürlich dann auch einsehen, weil natürlich bei einzelnen Punkten sind da natürlich andere viel mehr Experte und Expertinnen als ich so. Und das ist auf jeden Fall auch möglich. Ja, also bei Diskussionen und generellen Konversationen über eine tiefe Dekarbonisierung scheint es mir immer aufzukommen, dass viele Menschen eine Dekarbonisierung als Konzession gegenüber anderen Ländern beziehungsweise eine Schwächung der domestischen Wirtschaft sehen, die dann auch letzten Endes bedeutungslos ist in der Einschätzung von der Opposition. Inwieweit schätzen Sie dieses Argument als valide ein oder wie würden Sie auch darauf antworten? Ich müsste nochmal nachfragen, also sozusagen inwiefern
eine, sozusagen das Argument, dass eine Dekarbonisierung auch eine ja, Deindustrialisierung ist, glaube ich, so das Schlagwort. Also erstmal glaube ich, das ist natürlich mehr sozusagen Teil einer aktuellen politischen Debatte, ne? Also ich glaube, aktuell geht es sehr stark darum, welche Frames im Diskurs setzt man, weil wir in einer Situation sind, wo es um Umsetzung geht. Wir sind global, das ist vielleicht eine gute Nachricht, nicht mehr in der Situation, dass wir noch entscheidende Akteure überzeugen müssen, dass es den Klimawandel gibt. Natürlich gibt es immer noch genügend Akteure, die das vielleicht nicht so sehen, aber es ist wirklich eine Minderheit. Aber wir sind eben, und das hat man jetzt auch auf den letzten beiden Konferenzen gesehen, der große Kampf, die große Auseinandersetzung geht natürlich jetzt um die Frage, wie setzen wir es um, wie schnell setzen wir es um und durch welche Mittel. Und ich glaube, dass natürlich solche Frames, die aktuell debattiert werden, wie Stichworte wie Technologieoffenheit oder die Industrialisierung, das sind natürlich aktuell erstmal natürlich sozusagen Aussagen, die wo sich die einzelnen Akteure positionieren. Natürlich muss man auch ganz klar sagen, bei einem bestimmten Umbau der Industrie könnte es natürlich theoretisch dazu kommen. Aber genau das ist ja der Punkt, dass man natürlich dazu hinkommen muss, dass es eine gerechte Transformation wird. Das ist auch das, was wir thematisieren. Eine soziale Transformation, die nicht mit einer Deindustrialisierung einhergeht, bei der immer so ein bisschen mitschwingt, ja, dann gibt es irgendwie große Arbeitslosigkeit oder die Grundlagen unserer Gesellschaft werden da entzogen, sondern es geht ja genau darum, gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben, der weiterhin natürlich eine Existenzgrundlage bietet, gleichzeitig aber eben auch natürlich die globale Erderwärmung verhindert. Und wir haben in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, gerade eine Situation, wo wir da eben an ganz kritischen Punkten stehen, dass die Umsetzung nicht funktioniert. Und ich glaube, darauf müssen wir sozusagen viel stärker achten. So, mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, wir haben noch ungefähr Platz für zwei Fragen. Ich würde ganz gerne noch eine Frage aus dem Chat hören und dann vielleicht noch eine Frage aus dem Raum. Genau, die Frage aus dem Chat. Ist die Weltbevölkerung auch ein Treiber, der gegen die tiefe Dekarbonisierung arbeitet? Das ist in diesem Outlook kein Thema, also kein Treiber oder kein Aspekt gewesen, den wir untersucht haben. Ich bin auf dem Feld kein Experte, aber man muss auf bei diesem Hintergrund auch da berücksichtigen, die soziale Ungleichheit sozusagen oder auch die Ungleichheit, die es gibt, mit Blick auf wer emittiert eigentlich. Und wir sehen natürlich ein Bevölkerungswachstum oft in Ländern, die von Armut geprägt sind, wo wir einfach kaum nennenswerte Emissionen haben, so dass ich sagen würde, dass der Effekt sozusagen die Situation, dass wir das tatsächlich einen Treiber nennen können, nicht unbedingt gegeben ist. Natürlich spielt Bevölkerungszahl eine gewisse Rolle, aber wir sehen, dass eigentlich nicht die Quantität, sondern eben die Qualität, das heißt, welche Dynamiken, welche sozialen Beziehungen und Dynamiken bestehen, dass die viel entscheidender sind für
für die Frage der Plausibilität von Klimazukünften von 1,5 Grad und tiefer Dekarbonisierung. Vielen Dank für diese Antwort. Jetzt noch eine Frage aus dem Raum. Im Hinblick auf Ihre Konsumkritik, was sind plausible Mechanismen für Änderungen im Konsumverhalten? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich denke, dass wenn wir Konsumverhalten, also nochmal, wie wir das hier machen, als strukturell systematisch betrachten, nicht als individuelles Konsumverhalten. Also es geht hier nicht darum, dass, ne, also ich möchte nichts dagegen sagen, wenn sich Menschen individuell dafür entscheiden, sich klimaneutraler zu versuchen zu verhalten, ist das natürlich sehr begrüßenswert. Wichtig ist nur zu verstehen, dass das nicht entscheidend sein wird, sondern entscheidend wird sein, bekommen wir hin, dass wir Rahmenbedingungen haben, in denen insgesamt Konsum klimaneutraler wird. Und ich denke, ein wichtiger Punkt ist, dass ein oder eine Möglichkeit ist natürlich, dass das Interesse tatsächlich in fossile Energien oder durch fossile Energien weiter Gewinne zu erzielen, das muss unattraktiv gemacht werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Solange Gewinnmaximierung durch fossiles Kapital attraktiv ist für Unternehmen, für globale Unternehmen, ist die Wahrscheinlichkeit oder die Plausibilität, dass wir da sozusagen in eine bessere Zukunft kommen, nicht gegeben. Ja, vielen Dank, Jan Wilkens, für diese Schlussworte. Euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend, also auf Zoom sowie auch hier im Saal. Und wir sehen uns dann nächste Woche zum Vortrag von Johanna Bär. Es ist der erste Vortrag des Themenblocks Ozeane. Und bis nächsten Dienstag, würde ich sagen. Vielen Dank. Und genau, nochmal nehmen Sie sich gerne einen Outlook hier vorne mit, wenn Sie Interesse haben. Vielen Dank. Genau, die Outlooks werden auch an den Türen ausgegeben von meinen Mitarbeitenden. Ja, sehr gut. Ja, es ist halt schon sehr theoretisch auch so, aber genau, super, wenn es Ihnen gefallen hat. Mega, und ich fand es auch richtig gut, jetzt einen Platz für Fragen zu haben. Ja, also das ist einfach wichtig.